Heute findet das legendäre 25. nunmehr LVZ-Wanderfest der Region Bonner Gaitain statt. Dieses Jahr war es ganz konkret nur in der Gaitainer Region. Wir teilen das immer, wie gesagt, seit 25 Jahren Frohburg, Korener Land und Gaitain. Das wirklich ganz besondere Highlight ist, dass uns der Bürgermeister von Gaitain alles organisatorisch zur Verfügung gestellt hat. Der hat die Feuerwehr mobil gemacht, nicht zum Löschen, sondern dann wahrscheinlich zum Durst- und Hungerlöschen und hat alle hier vorhandenen oder noch eintreffenden Partner in der Region aufgetrieben und unterstützt uns richtig doll und macht natürlich auch für sich und seine Region oder die Stadt Gaitain damit Werbung. Und das zieht ganz viele Leute an und weil wir eben nicht nach Kilometern und Zeit wandern, sondern in Ruhe und weil unsere Wanderung quasi durch die ca. 20 Wanderführer, die wir haben, die uns helfen, sonst könnten wir das gar nicht machen, die bringen den Wanderern auch noch Kultur und Historie aus den jeweiligen Regionen nahe. Das ist eigentlich wahrscheinlich das doch wirklich ziemliche Alleinstellungsmerkmal, denn normalerweise wanderst du 12 Kilometer in 2 Stunden. Unsere Wandersfreunde brauchen dafür 3 bis 4, weil die überall Halt machen, auf dem Kirchturm krabbeln, auf der Autobahn. Heute zum Beispiel stellt der Oldtimer-Verband Korener Land Oldtimer ab. Das ist so eine Überraschung, also alles gut. Wir kommen ja sonst gar nicht ohne die LVZ-Wanderung. Wir wären hier nie hingekommen. Die lockt uns also wirklich immer in unsere Heimat. Wir sind aus Wurzen. Na, der Wanderführer war natürlich herrlich. Der hat das total schön gemacht, wie eigentlich zu erwarten war, wie immer. Und schön war, dass man Gaitain wirklich mal, ich habe es von der anderen Seite gesehen, man fährt einen Zug durch oder mit dem Auto bloß mal auf dem Parkplatz davor, aber man ist mal andersrum gelaufen und hat mal so ein paar Aufmerksamkeiten erfahren. Ja? Das Torhaus habe ich noch nicht von innen gesehen, bin ich immer bloß durchgelaufen. Oder das war schön, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und unterwegs, dass eben jeder, wo wir durchmarschierten, auch bereit war, was zu erzählen oder mal was noch in ein Glas Limo ausschenkte, sehr, sehr lieb. Sehr, sehr schön. Ja, das ist in Ordnung. Ja, wenn die immer, meine eine Bekannte, die macht schon viel mal mit. Ist schon schön sowas, ne? Wir kommen ja von Altenburg, ne, ein ganzes Stückchen. Das war ein ganz schöner Marsch. Also ich bin nur ein bisschen kaputt. Man ist ja nicht mehr die Jüngste, gell? War wieder ganz toll. Also Wetter perfekt gewesen zum Wandern. Und ja, die Zwischenstation immer ganz toll. Finde ich immer schön. Das Frühstück ist immer das Beste. Ja, war eigentlich rundum wieder ein schöner Tag. Mit der Leiter der Truppe. Denn das war sehr aufschlussreich, was er uns immer so hier präsentiert hat. Also das bin ich eigentlich noch nicht so gewohnt gewesen. Hatte da immer vielleicht ein kleines bisschen Pech. Er war sehr, hat viel erzählt und hat dann aber auch aufs Tempo gedrückt. Okay.